eigentlich bei CRM? CRM ist ein Begriff, den man häufig hört und nicht jedem ist immer so ganz klar, was ist damit verbunden. Letztendlich kann man sagen, CRM steht für Kundenbeziehungsmanagement. Und wenn wir uns eine Firma dazu mal vorstellen, was will denn die mit CRM eigentlich machen, dann hat die heute die Frage, wer kommuniziert denn eigentlich mit wem und was wurde zuletzt besprochen? Also der Chef möchte zum Beispiel auch wissen, wer hat denn wie viel mit dem Kunden gekauft, was besprochen, wofür interessieren sich unsere Kunden, wo machen wir am meisten Umsatz, wer sind die Kunden, die den größten Umsatz auch bei uns machen. Was passiert denn so in Sachen Beschwerden auch? Jeder Mitarbeiter möchte letztendlich wissen, wie erreiche ich meinen Kunden? Wer steht sonst noch mit dem Kunden in Kontakt, damit er auch gut vorbereitet ist? Auch zu wissen, was war denn zuletzt so der Kontakt zum Kunden? Im Marketing möchte man gern wissen, naja, wie können wir unsere Kunden am besten auch über alles informieren, was es bei uns so im Hause gibt? Bis hin zur einfachen Einladung zu einer Veranstaltung oder einer Weihnachtskarte. Im Vertrieb ist es wichtig auch zu sehen, ja, wer hat denn welche Interessen und was können wir anbieten oder was haben wir für Angebote mit ihm vereinbart? Der Techniker möchte natürlich gut vorbereitet zu einem Serviceeinsatz gehen. Er möchte vor Ort nichts Überraschendes antreffen. Und am Ende des Tages will auch der Innendienst, der Service-Mitarbeiter wissen, welche Abteilung mit dem Kunden so im Kontakt steht, welcher Techniker zuletzt vor Ort war und welche aktuellen Probleme und Anfragen der Kunde so hat. Und im Ergebnis sind dann alle Mitarbeiter auf einem Stand, haben alle Informationen zum Kunden und wissen auch, in welcher Beziehung steht der Kunde oder Interessent zu unserem Unternehmen. Ja, die Lösung ist also auch ein zentrales, ja, Management dieser Informationen. Dazu gehören die Menschen im Unternehmen. Die Abläufe sollten sich am Kunden orientieren und ideal ist eine Software, die das Ganze unterstützt, in der wir alle Mitarbeiter dann entsprechend hinterlegen können, was haben wir mit dem Kunden so an Kommunikation, an Beziehungen, welcher Schriftverkehr besteht, welche Anfragen haben wir, wo gibt es Beschwerden. Wir können Listen anlegen von Lieblingskunden oder Kunden, die ein bestimmtes Thema besonders interessiert. Und dazu brauchen wir ja ein bisschen Einstellung. Ich will auch Informationen weitergeben. Die Abläufe sollten wir auf den Kunden ausrichten. Und wie gesagt, am Ende des Tages eben auch eine CRM-Software, die es uns ermöglicht, schnell und einfach alle Informationen zum Kunden abzulegen und, also im Sinne von dokumentieren, und auch zu lesen. Sodass, wenn das Telefon klingelt, ich sehe, wer ruft an, wer hat zuletzt mit ihm Kontakt gehabt und wie ist der aktuelle Stand, was gibt es zu tun. Ja, dann haben wir Kundenmanagement mit einer CRM-Software. Ich hoffe, ich konnte Ihnen kurz einen Einblick geben und wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem persönlichen CRM.